SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warentester B2B, begrüßt euch zum allerletzten Ranking-Video, zum allerletzten Video mit den Empfehlungen, was ich euch denn so an Shishas empfehlen kann. Und deswegen ist es Zeit zum Betonieren und ihr wisst ganz genau, was jetzt los ist, Freunde, denn die Dampflok ist an. Ja, Freunde, und geraucht wird natürlich im Boss himself, der auch im Ranking mit dabei sein wird. Die Poseidon, im besten Setup der Welt, Zephyr Squeeze Number 9. Im Kopf habe ich von Victory Hooker den Mortar Valen Chill. Kann ich nur weiterempfehlen, ist ein sehr, sehr guter Wassermelonen-Minztabak. Und natürlich zwei Black Kokoskohlen in der Amy Smokebox. Das SWT Setup betoniert einfach immer. Ja, das habt ihr auch bestimmt mitbekommen bei meinem besten Köpfe- und Aufsätze-Video. Und jetzt kommen wir, wie schon gesagt, zu meinem Video zu den Shishas. Bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich noch ganz kurz darauf eingehen, wenn ihr dieses Format feiert und die SWT-Section unterstützen möchtet, dann zeigt das definitiv mit eurem Abo und ich würde sagen, auf dieses Video schaffen wir die 300 Likes. Das werden wir rausfinden, Freunde. Zeigt, dass die SWT-Section groß ist und gebt den Daumen nach oben ab und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir endlich die Road to 100.000 Abonnenten mal hinbekommen. Ich würde mich über den Playbot-Button natürlich sehr freuen und das kann ich natürlich nur schaffen mit eurer Unterstützung da draußen und deswegen haut ordentlich rein und abonniert den Shisha-Warentester-Account. Ja, Freunde, und wie habe ich mir das vorgestellt, dieses Ranking? Wir machen das ganz einfach. Es gibt drei verschiedene Sparten, einmal die günstige, einmal die mittlere und einmal die hochpreisige, also sprich die teure Shisha-Preissparte. Und wir fangen natürlich mit der günstigen Preissparte an und da muss ich sagen, ist ein Hersteller dabei, der in dieser Sparte einfach keine wirklichen Gegner hat, weil der ist mittlerweile schon so bekannt, so groß und der braucht sich vor niemandem zu verstecken. Der hat einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was die günstige Preissparte angeht, also von 1 Euro bis 99 Euro. Und das wäre Amy Deluxe. Die betonieren einfach dermaßen den Shisha-Markt bei günstigen Pfeifen. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Die machen wirklich sehr, sehr gute Pfeifen zu einem günstigen Preis. Und deswegen wird in dieser günstigen Preissparte auch der Name Amy Deluxe öfters fallen. Da hätten wir nämlich zum einen die Amy Crazy Dots Pfeife. 39 Euro kostet die Pfeife ungefähr. Ihr seht auch immer wieder mal die Produkte, wenn wir sie schon vorgestellt haben, oben eingeblendet. Wenn mal eine Shisha kommt, die noch nicht von uns vorgestellt worden ist, habe ich sie trotzdem getestet. Ansonsten macht es natürlich auch keinen Sinn, sie sonst in diesem Ranking zu erwähnen. Das nur mal nebenbei erwähnt. Genau. Und die Amy Crazy Dots ist eine kleine Einschlauch-Shisha, die man auf eine Zweischlauch-Shisha erweitern kann. Sie hat einen sehr guten Durchzug für die Größe. Ist natürlich eine kleine Pfeife für unterwegs bestens geeignet, aber hat auch durchaus die Leistung und die Qualität, dass man sie auch zu Hause rauchen kann, auf jeden Fall. Weiter kann ich empfehlen die Mataleon MLS 485. Kostet 40 Euro, also im gleichen Preissegment, ist qualitativ ähnlich wie die Amy Deluxe, kann man auf bis zu 4 Schläuche erweitern. Also wer eine kleine Shisha sucht, die man bis zu 4 Schläuche erweitern kann, seid ihr bei der Mataleon auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat auch einen guten Durchzug und kommt als gutes Set nach Hause. Also das heißt, ihr habt da eigentlich schon alles mit dabei, was man so benötigt für den Anfang. Und deswegen kann ich die Pfeife auch nur wärmstens weiterempfehlen. Des Weiteren kann ich die Kaya PN 480 empfehlen. Kostet 54 Euro ungefähr und ist eine mittelgroße Shisha. Ja, die kann man auf bis zu 2 Schläuche erweitern, kommt als Einschlauch nach Hause, aber auch schon mit Kopf und Schlauch. Genauso wie die anderen zwei Shishas, die ich schon genannt habe. Ist aber qualitativ noch ein bisschen besser wie die Crazy Dots oder die Mataleon Shisha. Deswegen kostet sie auch ein bisschen mehr, aber braucht sich qualitativ und auch vom optischen her nicht verstecken. Deswegen ist sie auch bei mir im Ranking mit drinnen. Genauso empfehlen kann ich die GK Mini. Das ist eine kleine Tischpfeife von GK aus komplett Glas. Habe ich auch schon vorgestellt. Ist eine super Shisha für zu Hause, aber leider nur als Einschlauch-Shisha. Das Coole ist aber, man kann auch einen Glasmolassefänger draufgeben und macht natürlich dann optisch auch sehr was her. Vor allem auch so macht sie optisch auf jeden Fall schon was her. Und deswegen finde ich, für unter 100 Euro kann man bei der Pfeife auch nichts falsch machen, wenn man eine Glaspfeife sucht.
Dann zu empfehlen wäre noch die Amy Deluxe Glorious 630, kostet knapp 80 Euro, ist eine große Shisha mit über 60 cm von der Größe, kann man bis zu zwei Schläuche erweitern und hat einen sehr guten Durchzug, ein gutes Zubehörpaket schon mit dabei und qualitativ, wie man von Amys schon gewohnt ist, braucht sich nicht zu verstecken, geht auf jeden Fall klar. Und zum Schluss kommen wir noch zu der teuersten Pfeife in diesem Ranking, und zwar bei dem günstigen Preissegment bis zu 99 Euro hat diese Pfeife es auf den Euro genau geschafft, und zwar die Amy Little Hammer. Das ist die einzige Shisha, die komplett aus Edelstahl ist für diesen Preis und kommt auch als Komplettset nach Hause und kann man auch bis zu zwei Schläuche erweitern, kommt auch schon mit dem Kugelgelenkadapter, hat eine mordsmäßig gute Verarbeitung und auch einen sehr, sehr guten Durchzug, und qualitativ braucht man da definitiv nichts dagegen sagen. Und sieht meines Erachtens nach auch sehr, sehr schön aus. Ja, und das waren jetzt mal die Pfeifen im günstigen Preissegment. Ja, und jetzt kommen wir zum Preissegment 100 Euro bis 199 Euro. Das sind die mittelpreisigen Shishas. Dann fangen wir mal mit der günstigsten Pfeife an. Das wäre die Kaya Inox 630 Gastro-Version. Kann man als bis zu zwei Schlauch-Variante ausrüsten. Ist eine, wie es der Name schon sagt, für die Gastronomie gedacht, aber natürlich auch für zu Hause, wenn man eine langlebige Shisha sucht aus Edelstahl. Sieht schön aus, kommt mit einer sehr guten Verarbeitung mit nach Hause und ist, was den Preis für 130 Euro angeht, immer noch vollkommen akzeptabel, und die Kaya kann man definitiv empfehlen, haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Dann, fast im gleichen Preissegment, liegt die Shisha King Gastro Facelift. Diese Pfeife kommt ohne Zubehör nach Hause, genauso wie die Kaya Inox, kostet auch 130 Euro um den Dreh rum, aber hat einen Glasmolassefänger schon mit dabei, kann man bis zu vier Schläuche erweitern und kommt als Einschlauch nach Hause. Man muss sich halt dann noch die Adapter nachkaufen, aber die Pfeife gefällt mir optisch sehr, sehr gut, ist qualitativ komplett aus Edelstahl, kann man auch gar nichts dagegen sagen und ist auch wirklich eine super Pfeife, was den Durchzug, die Optik und alles weitere angeht. Also die Pfeife darf man definitiv in diesem Ranking nicht vergessen. Genauso wie ich finde, die Egelglas Letizia Shisha kostet 130 Euro, ist eine Shisha gepaart mit Glas und Silikon. Was das Geile an der Pfeife ist, sie kommt direkt als Vierschlauch Shisha nach Hause, kostet 130 Euro, und das Geile an der Pfeife ist, man kann sie halt perfekt reinigen. Es gibt keine andere Shisha auf dem Markt, die man so gut reinigen kann, denn ihr nehmt den Silikonstopfen ab, könnt mit der Hand komplett reingehen und sie zu 100% sauber machen, und sie ist im Baukastensystem, das heißt, ihr könnt sie komplett von oben bis unten auseinandernehmen und alle Teile in die Spülmaschine zum Beispiel reingeben. Und ich finde, es ist eine kleine Shisha, aber eine Wow-Shisha, weil sie hinterlässt wirklich einen Wow-Effekt, und es ist was Besonderes und für den Preis made in Germany vollkommen gerechtfertigt. Dann kommen wir zur nächsten. Da hätten wir für euch die Octopus Shisha. Octopus Shisha kostet 149 Euro, ist eine mittelgroße Edelstahlpfeife und kommt als direkt Vierschlauchpfeife mit Diffuser ausgeliefert, also schon gut ausgestattet für den Anfang und hat eine sehr, sehr gute Qualität, einen sehr, sehr guten Durchzug, und auch das Rauchverhalten ist sehr, sehr ansprechend bei der Pfeife. Also ich kann die Octopus nur empfehlen, ist wirklich eine klasse Pfeife, ich habe sie schon einmal geraucht und muss sagen, sie ist wirklich gut für den Preis. Also für diesen Preis kann man definitiv nichts sagen. Was auch im gleichen Preissegment spielt, ist eine weitere Amy Shisha, und zwar die Amy Dark Steel. Kommt als Mega XXL Zubehörpaket nach Hause für 149 Euro. Hat einen Kopf oder glaube sogar zwei Köpfe mit dabei. Hat ein Schlauchset mit dabei. Kaminaufsatz ist sogar mit dabei. Also ihr habt da wirklich alles mit dabei, was man für den Anfang benötigt. Und die Pfeife, ach, sogar einen Molassefänger hat sie noch mit dabei, genau. Und für 150 Euro Edelstahl und eine schöne Optik mit verschiedenen Gläsern natürlich auch zu erwerben, kann man definitiv nicht sagen. Von daher geht die Pfeife, so wie sie ist, definitiv in Ordnung und gehört auf jeden Fall in dieses Ranking mit rein. Die Chini Baba Iron Man kostet ein bisschen mehr, 159 Euro, das ist die 2.0 Variante, habe ich ja auch schon vorgestellt, ist, was die Optik angeht, halt mal was ganz, ganz anderes, sieht aber mega geil aus, und das ist halt das Schöne an der Pfeife, sie hat auch eine Glasrauchsäule mit dabei, was auch nicht normal ist in diesem Preissegment, und die gibt es auch in verschiedenen Varianten, und die Chini Baba, die ist wirklich Baba, also die gefällt mir sehr, sehr gut, hat kein Zubehör mit dabei, kommt aber direkt als Vierschlauch-Shisha nach Hause, mit Diffuser sogar noch mit dabei, vier Schlauchanschlüsse, also da kann man definitiv auch nichts sagen für den Preis.
Ja, und zum Schluss habe ich natürlich noch eine Pfeife aus eigener Sache hier am Start, und zwar die Poseidon Shisha in der Clear-Variante, kostet sie 199 Euro. Und es gibt auch noch die Shiny- und die Rainbow-Variante, die kosten 219 Euro. Aber gibt es auch je nach Shop bereits für 199 Euro, und deswegen sind diese dann auch in diesem Ranking mit dabei. Das Geile an der Pfeife ist ganz klar, sie hat ein großes Zubehörpaket mit dabei, es ist ein Kaminkopf-Set mit dabei, es ist ein Edelstahl-Schlauch-Set mit dabei, ihr habt einen Schliffadapter direkt mit dabei, einen Diffuser mit dabei, einen Schliffadapter für einen großen Molassefänger mit dabei. Also es ist eigentlich ein Wunschlos-Glücklich-Paket mit geiler Verarbeitung und schöner Optik, wie ich natürlich finde, aber das müsst natürlich ihr selber sehen. Wir haben sie natürlich auch schon vorgestellt, und nicht nur wir, sondern glaube 7 oder 8 andere Reviewer haben diese Pfeife sogar noch vorgestellt, und ich sag mal, fast alle waren der gleichen Meinung, dass die Pfeife, so wie sie ist, auf jeden Fall klar geht, und deswegen darf sie in diesem Ranking natürlich nicht fehlen, und deswegen kann ich euch die Poseidon Pfeife nur ans Herz legen. Ja, und jetzt haben wir auch das mittlere Preissegment übrig, und dann fehlt natürlich nur noch eins, und das ist natürlich das hochpreisige Shisha-Segment. Und da wären wir ab 200 Euro bis unendlich. Und da habe ich für euch ein paar Pfeifen natürlich aufgeführt. Da fangen wir mal direkt an mit der VUCA Shisha. Die VUCA fängt bei 229 Euro ungefähr an und geht bis zu knapp 400 Euro rauf. Die Pfeife ist eine ganz besondere Pfeife, ist eine Einschlauch Shisha gepaart mit Holz. Und das ist das Besondere an dieser Pfeife, denn dieses Holz ist einfach sowas von geil und hochwertig verarbeitet, und die Pfeife macht optisch einfach dermaßen was her. Es ist eine wunderschöne Shisha zu einem hohen Preis, aber wer diesen Preis bezahlt, der wird nicht enttäuscht, weil die Pfeife ist wirklich ein Hingucker und qualitativ sehr, sehr geil, was die Polen da hinbekommen haben. Dann kann ich euch ans Herz legen die Ion Aurora Pfeife. Die gibt es jetzt als 2.0 Variante, das heißt, es ist die überarbeitete Version. Kommt direkt als Vierschlauch-Variante nach Hause. Sie hat ein Schliffsystem, eine sehr, sehr gute Verarbeitung, einen sehr hohen Wasserstand mit Diffuser mit dabei. Das heißt, das Anrauch- und Ansprechverhalten ist dort sehr, sehr gut. Das heißt, ihr habt dort einen sehr angenehmen Anzug. Ihr könnt aber natürlich auch mit dem Wasserstand ein wenig spielen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, an der Rauchsäule, die mehrteilig ist, auch da zu spielen mit Molassefänger und ähnlichem. Das finde ich auch sehr, sehr cool bei der Pfeife. Sie kommt aus Deutschland, kostet natürlich ein bisschen mehr, aber die Pfeife gehört definitiv ins Ranking mit dazu. Genauso wie die Nuda Veritas ist eine sehr, sehr schöne Pfeife zum selben Preis. 259 Euro kostet die Pfeife und kann man auf bis zu 3 Schläuche benutzen. Sie kommt auch bereits als Dreischlauch-Shisha nach Hause. Man kann die Rauchsäulenelemente, was ich sehr cool finde, entnehmen und erweitern. Das heißt, ihr könnt die Pfeife auch unendlich groß machen. Ihr könnt auch Molassefänger mit reingeben. Sie hat eine sehr, sehr gute Qualität und ein gutes Rauchverhalten. Das heißt, das Ansprechverhalten der Pfeife ist sehr direkt und der Durchzug ist natürlich auch gut bei der Pfeife. Da kann man definitiv nichts dagegen sagen. Was auch ins Ranking mit reingehört, finde ich, ist die Pandora Shisha. Die kommt aus dem Hause Nagilem. Das ist eine Shisha aus Edelstahl gepaart mit Holzelementen, made in Germany. Ist eine sehr, sehr schöne Pfeife, kostet ab 300 Euro aufwärts. Kostet sehr viel Geld, ganz klare Sache, kommt als Einschlauch-Shisha nach Hause, man kann sie auf bis zu 4 Schläuchen erweitern. Ich finde sie aber optisch sehr, sehr schön, weil man sie selbst gestalten kann, wie man sie möchte. Und ich habe die Pfeife auch zu Hause, wenn ihr Bock habt, stelle ich sie euch noch gerne vor. Deswegen, wenn ihr es wollt, gerne in die Kommentare reinschreiben, dann mache ich für euch das Video über die Pandora-Shisha in Kürze. Ja, des Weiteren kann ich euch noch die Piranha Hookah empfehlen. Die Piranha Hookah kostet 350 Euro, ist eine direkt Vierschlauch-Shisha mit einem coolen Schlauchsystem bzw. Schlauchanschlusssystem. Sieht sehr cool aus, zum Einstecken ist das Ganze gedacht. Und man kann auch natürlich auch einen Molassefänger mit dazugeben. Sie hat auch einen integrierten Molasse-Stopper, sage ich jetzt mal, mit drin, dass die Molasse quasi gesammelt wird, finde ich auch sehr, sehr cool. Die Bowl gefällt mir sehr gut und die Base ist auch super wuchtig. Die ganze Pfeife im Allgemeinen ist sehr, sehr hochwertig und wuchtig verarbeitet, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Und im Ganzen gesehen, die Pfeife kommt natürlich aus Deutschland, kostet auch ein bisschen mehr, aber die Pfeife hat es in sich. Definitiv eine sehr, sehr schöne Shisha. Ja, und jetzt haben wir noch eine Pfeife vergessen in diesem Preissegment, und das wäre die Kinemod TGK 3.0.
2.0 oder allgemein die Kinemod Shishas. Man kann die Kinemod Shishas, sag ich mal, ab 250 Euro bestellen. Und die TGK, das ist also quasi eine Pfeife, die in größerer Ausführung produziert worden ist, in Zusammenarbeit mit Timeless Glass zusammen, in der 3.0 Variante, habt ihr dann quasi eine Pfeife, die kostet 360 Euro, ist aber qualitativ wirklich eine Pfeife, die ihr desgleichen sucht. Die normalen Kinemod Shishas könnt ihr selber gestalten nach euren eigenen Wünschen. Da könnt ihr, wie gesagt, von 250 Euro anfangen und hochgehen bis zu 400, 500, 600 Euro. Aber es ist eine Shisha, die es nur einmal auf dieser Welt gibt. Und deswegen ist es halt was Besonderes. Und der liebe Dominik vom Kinemod-Team macht die nach euren Wünschen. Und die TGK 3.0 ist eine fertige Shisha, die die Allgemeinheit anspricht, aber natürlich auch etwas mehr kostet. Aber ich finde, der Preis ist gerechtfertigt, weil die Pfeife ist eine direkte Vierschlauch-Shisha. Die Pfeife hat übrigens auch ein Closed-Chamber-System, wie viele anderen Pfeifen in diesem Ranking natürlich auch mit drin. Das habe ich jetzt nur nicht alles erwähnt, weil sonst werde ich morgen noch hier sitzen. Man kann sie auch, was die Rauchsäule angeht, spielen. Man kann das Mittelstück rausgeben. Man kann zwei Molassefänger zum Beispiel, wenn man Bock hat, einsetzen. Und habe ich auch immer wieder mal verwendet in meinen Videos. Also von daher, die Pfeife darf in so einem Ranking bei den hochpreisigen Pfeifen nicht fehlen, weil Kinemod ist einfach Qualität, made in Germany und Edelstahl. Und das ist einfach geil. Und jetzt wird es mich natürlich interessieren, zum Schluss natürlich noch, welche Pfeifen ihr zu Hause gerade am liebsten verwendet oder für welche Pfeife spart ihr gerade fleißig. Was gönnt ihr euch? Wie findet ihr die Pfeifen, die ich vorgestellt habe? Habe ich etwas vergessen? Habe ich irgendeine Pfeife vergessen, die auf keinen Fall fehlen darf in so einem Ranking? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und dann wäre es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann wie gesagt, unterstützt die SWT-Section mit eurem kostenlosen Abo und natürlich euren Daumen nach oben. Schaffen wir die 300 Likes? Ich möchte es von euch wissen. Zeigt es, unterstützt uns. Das wird uns sehr, sehr freuen. Und dann wäre es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren wie immer hier direkt bei mir. Und zum letzten Video geht es hier drüben. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und Servus!